Schauen wir doch mal, wie das Ganze aussieht hier. Hier schneiden wir die Scheiße ab. Nick. Aluminium ist so schön. So richtig schön weich. Gibt es? Okay. Ich habe ja noch ein bisschen Draht. Das ist das Einzige, wo ich genug habe. Hoffe ich. Na? Ah, das sieht geil aus. Boah, geil. Das ist ja ultra geil. Boah, geil. Geilo. Habe ich in so einem YouTube-Video gesehen und zack, schon selbst gemacht. Ein kleiner Bruder, der ist schnell gefunden. Eine kleine Bohrer haben wir so viele, weil sie öfter abbrechen als dicke Bohrer. Außerdem sind sie. Außerdem sind sie billiger, weil weniger Material. Hallo? Ach so. Interessant. Aha. Okay. Sweet. Sweet Caroline. Da, da, da. Sweet Caroline. Da, da, da. Da, 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 da. Sweet Caroline. So good, so good. Da, da. Sweet Caroline. Da, da, da. Da, 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 da. So good, so good. I said sweet Caroline. Okay, hält das denn? Das war schon mal das, was ich wollte. Draht drum gemacht sieht man bestimmt nicht. Weil es zu dunkel ist, natürlich nicht. Simon, mach doch mal das Licht an. Das ist so, hier. Zack. Warum kommt das Ding raus? Hier ist Datum. Hervorragend. Da, da, da. Sweet Caroline. Du, du, du. Du, 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 du. Du, 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 du. Ich habe Stoffreste gefunden, weil in diesem Haushalt wird nichts weggeschmissen. Wir sind Jäger und Sammler. Das spielt mir natürlich in die Hände. So, jetzt aber spielt der Schaumstoff mir nicht in die Hände. Komm her. Okay. Das hier ist jetzt meine Vorlage. Das sind meine Proportionen hier. So ein bisschen. Irgendwie. Und wo ist mein Pika? Da ist mein Pika. Pika, Pika! Pika, Pika! Ja, hier, zack, und. Das ist vielleicht ein bisschen groß, tatsächlich auch. Wir brauchen ein kleines Schräubchen! Ein Schräubchen brauchen wir, ganz klein. Ein kleines Schräubchen. Wir sind alles fett. Wir sind alles fett. Fett sind die. Was ist das? Das Krippen? Ja, das Krippt. Ah, da braucht man eine Unterlegscheibe schön. Eine Unterlegscheibe braucht U-Scheiben. Das sind sie. U-Scheiben. Du sitzt in U-Scheibenhaft. Hier. So, zack. Wo ist mein... Hä? Hallo? Wo bist du denn? Da liegt er doch. Interessant. Jetzt können wir den hier überall hin bewegen.
Das ist doch schon mal ein Teilerfolg. Dann machen wir das Ganze einfach nur noch mit der anderen Seite. Irgendwie so. Das passt schon. Scheiße. Das ist schon noch länger als das. Hallo. Weg mit dir. Geilo. Geilo, geilo, geilo. Ich finde es irgendwie immer noch geil, wie sich das zwirbelt. Es ist so Satisfaction-mäßig. Tüllaken get my Desinfection. Ich will doch mal den großen Lümmel. Wie mache ich es fest? Wie mache ich das fest? Okay, ich habe einen Plan. Der Simon hat einen Plan. Nein! Okay. Cool, das ist auf der Höhe. Jetzt nehmen wir den kleinen Kaventsmann. Nicht den großen Oschi, sondern den kleinen. Den kleinen hier. Sehr gut. Wenn ich hier reinpuste, kommt Luft da raus. Sehr gut. Der Plan hat funktioniert. Ja, das ist die. Okay. Exakte Measurements. 27. Und die Hälfte wäre. Moment, das sind ungefähr. Also lass es 26 sein. Das ist 3, das ist 14, 13. Und er geht nicht mehr weg. Der Simon hat was gebaut, was funktioniert. Oh, wieso ist das denn jetzt schon nicht wieder da? Das ist doch doof hier. Mann, ey. Das sieht doch schon ein bisschen aus nach dem Wegmann. Also, mit einem Bein und... Ja, ich weiß. Man kann ja jetzt auch nicht, ne, alles verlangen. Schon ein bisschen Geduld hier. Yes. Nochmal das gleiche Spiel hier. Jetzt habe ich mein ganzes Werkzeug natürlich da drüben liegen. Muss da immer rumlaufen. Ich stelle mich einfach hier hin. Das ist auch schön. Das ist sehr schön. Das ist sehr schön. Stelle ich die Kamera hier hin. Oh Gott. Mach doch mal nicht diesen. Ah! Verdammt. Jesus, man. Mach doch mal nicht hier so einen Aufriss. Mein Gott. Es sieht einfach immer noch geil aus. Ich guck's mir immer noch gerne an. Ich guck's mir gerne an. Ein Dötschen. Damit das auch passt. Komm her, gedötscht. Du Dötsche. Du deutsche Dötsche. Eine deutsche Dötsche. Es ist auch ein schönes Schimpfwort. Ey, du Dötsche. Das gab's vorher, glaube ich, noch nicht. Aber jetzt gibt's das. Ich kann auch einfach von der anderen Seite rein. Was ist denn mein Problem hier eigentlich? Ich mache auch alles wieder komplizierter, als es sein muss. So. Rein, bitte. Bitte herein spaziert. Dübel ein hier rein. Da. Danke. So. Träubchen hier. Okay. Ja. Schön. Unterlegscheibe. Und in der Legscheibe. Die ist schön. Die ist schön, die unterlegt. Die Scheibe. Ich will aber das hier wieder abbauen. Das ist ja hier, man ist ja hier nur am Auf- und Abbauen, die ganze Driss. Schrecklich. Naja. Was tut man nicht alles für die Kunst, wa? An dem Schaumstoff vorbei gearbeitet. Au! 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 Aber ich blute nicht, das ist schon mal gut. Gutes Zeichen.
So ein zusammengerödeltes Dingens. Mein Gott, nee. Sieht sehr schrecklich aus. Noch. Noch. Du wirst der schönste Weckmann sein, der jemals hier gebaut wurde. Weil du der Einzige bist, der jemals hier gebaut wurde. Noch. 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 Noch bist du der Einzige. Oh, das bewegt sich. Das ist nicht gut. Nach links und rechts nicht, aber so bewegt sich das. Blop, blop, blop. Das ist nicht gut. So, ich habe mir mal Vorarbeit geleistet und hier so zwei Pinöpel reingeschraubt, damit das hier sich gar nicht mehr bewegt. Wenn sich der hier bewegt, bewegt der sich überhaupt gar nicht, weil das ein Draht ist. Das ist hervorragend. So, ich werde jetzt erstmal hier den Kladderadatsch, der stört mich nämlich schon die ganze Zeit, werde ich erstmal festnackern. Hervorragend. Zack, bumm, fertig ist die Laube. Noch einen zwischen die Beine reingehämmert. The winner takes it all. Hallo? Entschuldigen Sie bitte? The winner takes it all. Oh, no!